Teil 1 einer neuen Serie für Anfänger, Grundschaltung der Elektronik. Herzlich willkommen auf Technik selbst erlebt, eurem Bildungsfernsehen auf YouTube. In dieser Videoreihe geht es nicht um ein komplettes Projekt bzw. den Bau eines kompletten Gerätes. Wir greifen uns einzelne Schaltungsteile heraus und sehen uns an, wie sie funktionieren und was man damit machen kann. Aus den Grundschaltungen kann sich dann jeder seine eigene Komplettschaltung zusammenstellen. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass man sich mit der Funktionsweise der einzelnen Bauelemente beschäftigt hat. Unser erstes Thema ist der Multivibrator. Vibration heißt ja Schwingung und genau das macht die Schaltung auch. Sie schwingt zwischen zwei Zuständen hin und her. Es gibt drei Typen von Multivibratoren. Der erste ist der astabile Multivibrator. Astabil heißt ja instabil. Das bedeutet, die Schaltung hat keinen stabilen Zustand und kippt ständig von einem Schaltzustand in den anderen. Wir brauchen dafür zwei Transistoren, die sich gegenseitig schalten, zwei Kondensatoren und vier Widerstände. Damit wir sehen können, was passiert, habe ich noch zwei Leuchtdioden mit eingeschaltet, die anzeigen, welcher der beiden Transistoren gerade durchgeschaltet ist. Ich gebe jetzt mal Spannung drauf. Und wir sehen, dass beide Transistoren abwechselnd ein- und ausschalten. Mit dieser Bauelementebestückung dauert eine komplette Schwingung etwa eine Sekunde. Das heißt, jede Leuchtdiode leuchtet etwa eine halbe Sekunde. Wie funktioniert das Ganze und wovon hängt es ab, wie schnell die Schaltung umkippt? Nach dem Zuschalten der Betriebsspannung passieren zwei Dinge. Zum einen können sich die Kondensatoren über R1 bzw. R4 aufladen. Über R2 und R3 ist es möglich, dass ein Basisstrom an den Transistoren fließt. Der Zufall bestimmt, welcher Transistor als erster durchschaltet. Nehmen wir mal an, Transistor 1 schaltet durch und wird leitend. Es fließt ein Kollektorstrom und Diode 1 leuchtet. Die linke Seite des Kondensators C1 liegt jetzt fast auf Massepotenzial und C1 wird dadurch schlagartig entladen. Während des Ladens und Entladens fließt an einem Kondensator ein hoher Strom und er wirkt kurzzeitig wie ein Kurzschluss. Dadurch wird die Basis von T2 ebenfalls auf Massepotenzial gezogen und es kann kein Basisstrom fließen. Transistor 2 sperrt. C1 kann sich jetzt langsam über R2 in umgekehrter Richtung aufladen. Wenn die Spannung an C1 den Wert der Schwellspannung der Basis-Emitterdiode von Transistor 2 erreicht, also bei Silizium etwa 0,7 Volt, dann schaltet T2 durch und die zweite Leuchtdiode leuchtet. Der Kondensator C2 wird entladen. Gleichzeitig geht die Basisspannung an T1 auf 0 und der Transistor schaltet aus. C2 lädt sich jetzt über R3 auf und wenn die Schwellspannung an der Basis von Transistor 1 erreicht ist, schaltet dieser wieder durch und der ganze Vorgang beginnt von vorn. Die Schaltzeit hängt davon ab, wie lange es dauert, die Kondensatoren aufzuladen. Verantwortlich dafür ist auf der einen Seite die Kombination R2 und C1 und auf der anderen R3 und C2. Damit die Schaltung zuverlässig funktioniert, sollten R2 und R3 mindestens 10-mal so groß sein wie die Kollektorwiderstände R1 und R4. Je größer die Werte, desto langsamer wechseln die beiden Zustände. Die Schaltzeiten lassen sich mit den folgenden Formeln näherungsweise berechnen. Die Schwingungsdauer ist die Summe aus beiden Werten und die Frequenz der Kehrwert daraus. Unsere Schaltung ist symmetrisch bestückt und darum sind beide Schaltzeiten gleich. Und mit der Formel kommen wir auf ca. 0,52 Sekunden. Nicht immer braucht man einen symmetrischen Takt. Ich verkleinere mal auf einer Seite den Widerstand. Der Takt läuft jetzt etwas unrund, denn die grüne LED leuchtet jetzt wesentlich kürzer. Wozu benutzt man solche astabilen Kippschaltungen? Nun immer, wenn man einen Taktgeber braucht. Ein Beispiel sehen wir hier, die Blinkschaltung. Blinkende Signallämpchen sind einfach auffälliger als Dauerlicht. Wer will, kann sich daraus auch einen Blinker fürs Fahrrad bauen.
Theoretisch ist es auch möglich, die Schaltung als Taktgeber für ein Uhrwerk zu benutzen. Die Uhr würde aber nicht besonders genau gehen, denn sehr frequenzstabil ist die Schaltung nicht. Es gibt aber eine Anwendung, die vielleicht noch häufiger vorkommt. Dazu muss ich die Schaltung jetzt etwas umbauen. Auf den ersten Blick sieht es ja so aus, als würde die Schaltung gar nicht mehr schwingen und beide LEDs gleichzeitig leuchten. In Wahrheit schwingt die Schaltung jetzt so schnell, dass wir das einfach mit bloßem Auge nicht mehr erkennen können. Deshalb habe ich mal den Oszillographen mit angeschlossen. Die rote Kurve zeigt den Spannungsverlauf am Kollektor des Transistors und die gelbe Kurve ist die Spannung an der Basis, wo man schön sieht, wie der Kondensator sich allmählich auflädt, bevor die Schaltung umschaltet. Was man an der Kurve auch sieht, ist, dass die Flanke, die vordere Flanke dieses Rechteckes nicht ganz sauber ist, sondern etwas rund. Wenn man das verhindern will und da auch einen sauberen Rechteck hinbekommen will, muss man an die Basis der Transistoren eine Diode dazwischen schalten, um die Basis von den Kondensatoren zu entkoppeln. Mit den LEDs können wir die Schwingung nicht mehr erkennen. Die Frequenz ist jetzt im Niederfrequenzbereich, aber wir könnten sie hörbar machen. Dazu haben wir ja unseren schönen Transistorverstärker aus dem ersten Video. Und mit dem können wir ja mal reinhören. Also wir haben es in etwa mit einem Kilohertz-Ton zu tun. Allerdings mit entsprechenden Oberwellen, da es ja keine Sinusschwingung, sondern eine Rechteckschwingung ist. Damit haben wir eine weitere Anwendungsmöglichkeit für solche astabilen Kippstufen als Tongenerator oder als Schwingungserzeuger bis in den Hochfrequenzbereich hinein. Kommen wir zum zweiten Typ, dem monostabilen Multivibrator. Wie der Name schon sagt, hat die Schaltung jetzt einen stabilen Zustand. In dem befindet sie sich jetzt gerade. Durch einen äußeren Impuls kann ich die Schaltung umkippen lassen. Sie verbleibt dann eine gewisse Zeit in dem instabilen Zustand, kippt dann automatisch wieder zurück. Die Schaltung ist auf der rechten Seite gegenüber dem astabilen Multivibrator etwas abgeändert. Im stabilen Zustand ist Transistor 2 durchgesteuert. Diode 2 leuchtet. Gleichzeitig lädt sich C1 über R1 und D1 auf. Die Basis von Transistor 1 liegt über R3 fast auf Massepotential und Transistor 1 sperrt. Über den Taster kann die Basis von T2 auf Masse gelegt werden und Transistor 2 sperrt. Die Spannung am Kollektor steigt und an T1 kann jetzt ein Basisstrom fließen. Dadurch steuert jetzt Transistor 1 durch und Diode 1 leuchtet. Jetzt laufen die gleichen Vorgänge ab wie bei der astabilen Kippstufe. Der Kondensator wird entladen und T2 wird auf Massepotential gehalten. Danach kann sich C1 über R2 in umgekehrter Richtung aufladen, bis T2 wieder leitend wird. Die Spannung an der Basis von Transistor 1 sinkt unter die Schwellspannung und Transistor 1 schließt. Über R3 wird die Basis an Transistor 1 auf dem niedrigen Potential gehalten und die Schaltung bleibt so lange stabil, bis der Taster erneut gedrückt wird. Die Verweilzeit im astabilen Zustand wird durch C1 und R2 bestimmt und kann annäherungsweise durch die gleiche Formel wie beim astabilen Multivibrator berechnet werden. Anstelle des Tasters kann der Kippvorgang auch von außen durch einen negativen Impuls an Basis 2 ausgelöst werden. Anwendung findet die Schaltung zum Beispiel als Zeitschalter mit eher geringer Zeitstabilität, beispielsweise bei Treppenhausbeleuchtungen. Außerdem kann man mit solchen Monoflops mechanische Kontakte entprellen. Nummer 3 ist die bistabile Kippstufe. Wir haben es jetzt also mit zwei stabilen Zuständen zu tun. Nach dem Einschalten ist es wie immer dem Zufall überlassen, welcher der beiden Transistoren als erster durchschaltet. Erst durch einen Impuls, beziehungsweise in meinem Fall jetzt durch Berühren mit der Prüfspitze, kann ich die Schaltung in den anderen Zustand kippen lassen.
In dem Zustand bleibt sie jetzt so lange, bis ich sie wieder durch einen Impuls auf der anderen Seite zurückkippen lassen kann. Die Schaltung ist wohl die einfachste von den dreien. In unserem Fall war am Anfang Transistor 1 leitend und die rote LED leuchtet. Über R2 wird wieder die Basis des anderen Transistors auf niedrigem Potential gehalten. Der Basisstrom von T1 fließt über R3 und R4. Wird durch Taste 1 die Basis von T1 auf Masse gelegt, schaltet Transistor 1 aus. Über R1 und R2 kann jetzt ein Basisstrom an Transistor 2 fließen und er schaltet ein. Über R3 liegt die Basis von T1 jetzt fast auf Massepotenzial, auch wenn der Taster wieder geöffnet ist. Mit Taster 2 kann Transistor 2 ausgeschaltet werden und jetzt fließt wieder ein Basisstrom an Transistor 1, wodurch dieser wieder öffnet und wir sind wieder am Anfang. Auch hier kann man den Kippvorgang durch Impulse auslösen und zum Beispiel Geräte impulsgesteuert ein- und ausschalten. Dabei möchte man natürlich, dass am Anfang die Schaltung in eine definierte Lage kippt. Das kann man über die Basiswiderstände an den Transistoren beeinflussen. Der Transistor mit dem kleineren Widerstand bekommt einen höheren Basisstrom und schaltet als erster, vorausgesetzt die Stromverstärkung der beiden Transistoren ist in etwa gleich. Da immer zwei Impulse notwendig sind, um die Schaltung einmal hin und her zu schalten, benutzt man solche bistabilen Kippstufen auch als Frequenzteiler, denn der Eingangstakt wird halbiert. Eine weitere wichtige Anwendungsmöglichkeit ist die Nutzung als digitale Speicherzelle. Je nach Lage steht die Schaltung für den Wert 0 oder 1. Mit 8 solcher Flipflops lässt sich eine Binärzahl mit 8 Bit bzw. 1 Byte Information darstellen. Und gesteuert durch Impulse lässt sich dieser Wert verändern. Eigentlich wären wir jetzt am Ende des Videos angekommen. Aber für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, gibt es jetzt noch den Bonustrack. Denn was der Transistor kann, das konnte die Elektronenröhre schon lange.